Dass es hier so aussieht wie im Puff, hat durchaus einen Grund. Selten habe ich auf ein Comeback so hingefiebert wie das von Bray Wyatt. Dass ich mit der Meinung nicht ganz alleine dastehe, zeigt allein die Meldung aus dem Dezember 2020. Da wird nämlich vermeldet, dass der Fiend Nummer 1 Merchandise Sales beim WWE Shop hat. Selbst ich habe eine Figur von The Fiend. Fand ich auch super. Aber warum war gerade er so verdammt beliebt? The Fiend trat mit maskiertem Gesicht an und, wie man es hier schon sieht, mit rotem Licht. Das hatte alles einen Grund, das hat alles in seinem Charakter perfekt gepasst. Er stach halt komplett aus dieser Masse von Pro-Athletes heraus, als dieser düstere Charakter mit dieser gruseligen Maske. Jericho, was machst du hier? Wo ist die Fernbedienung? Ich wollte keinen Jericho jetzt hier. Verdammt, die Fernbedienung ist work. Verdammt, ach nee, da ist sie. Jericho, verpiss dich. Er war in der Lage, unterhaltsame und spannende Matches zu zeigen und war zudem in der Lage, die Fans in seinen Bann zu ziehen. Und das ist das A und O bei einem richtig guten Wrestler. Denn da zählt nicht nur, dass man gut im Ring ist, sondern auch gut am Mic und die Fans halt eben in seinen Bann ziehen kann. Ein weiterer Grund dürfte natürlich auch die Tatsache sein, dass The Fiend von Bray Wyatt gespielt wurde. Bray Wyatt ist einfach in der Hinsicht ein Mastermind. Das hat ja schon sein vorheriger Charakter als dieser Hinterwäldler Anführer gezeigt. Da ist natürlich die Frage, ob Bray Wyatts aktueller Charakter ebenfalls diesen Status erreichen kann. Oder vielleicht sehen wir The Fiend auch noch. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, ob wir The Fiend in Zukunft nochmal sehen werden oder ob Bray Wyatt damit komplett abgeschlossen hat und was Neues zeigt. Wenn ihr mehr von der Person Bray Wyatt erfahren wollt, dann klickt doch mal hier drauf. Hier geht es nämlich genau um die Privatperson hinter Bray Wyatt. 20 Fakten. Klickt mal drauf. Sehr interessant.